Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken! Im letzten Part haben wir Firone komplettiert und haben uns die letzte Drachenträne angeschaut. Beziehungsweise so genau die letzte ist es eigentlich auch schon wieder nicht. Denn der Drache, der Weißdrache, der ja eigentlich Zelda ist, zumindest vermute ich das immer noch. Eigentlich ist es so klar, aber okay. Für diejenigen, die es halt nicht glauben wollen. Auf jeden Fall, wir haben uns die letzte Drachenträne angeschaut. Und dann hat der Weißdrache noch eine Träne vergossen. Und diese Träne liegt in Akala. Und das da sprengen wir mal geschwind weg. Perfekt. Hat genauso funktioniert, ich wollte das genauso machen. Ich hab's verkackt, oder? Warte. Wir könnten das eigentlich auch easy despawnen. So regeln. Ich sagte, wir können das easy so regeln. Okay, das wird wehtun. Den Croc hat's auch weggefetzt. Dann machen wir es eben auf die gute alte Art. So, nein, Bauteile. Mit was für einem Speed er es den armen Croc weggeschleudert hat, beziehungsweise so arm ist er eigentlich nicht. Er hat's verdient. So. Auf. Auf in neue Höhen. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Das jetzt nicht allen Ernstes passiert, Mann! Oh mein Gott! Mist. Warte, von was habe ich zu viel? Da, den da. Nein, 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 nein! Du bleibst schön hier. So. Farodra, bist du's? Jo. So. Wie der erste Croc schon ein richtig asozialer war. So, wir wollen jetzt da runter. Ich bin so froh, wenn ich diese ganzen Mistviecher eingesackt habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schmerzhaft das ist. Jedes Mal. Aufs Neue! Mich wundert's echt, welche Crocs neu dazugekommen sind. Sind das wirklich 50 Reise-Crocs, die in dieser Welt verteilt sind? Oder sind das mehr? Weil du bekommst halt für einen Reise-Croc 2 Crocs-Samen. Es sind 100 Crocs-Samen dazugekommen. Das heißt, sind 50 Reise-Crocs insgesamt dazugekommen? So. Direkt zum nächsten. Nee, wirkt bei mir nicht. So. Direkt zum nächsten. Ajo, Internet, ich weiß Bescheid.
Das größte Problem mit der Gerudo-Wüste ist halt, dass du das Kletterset nicht, dass du das Kletterset nicht tragen kannst. Wegen den Temperaturen. Bitte sag mir, dass der hier oben ist. Okay, er ist nicht ganz da oben, aber er will da hoch. Wie ich es einfach wusste. Hätte man da jetzt eigentlich ein Teleportmedaillon platzieren können? Boah. Wie Link einfach wirklich kurz vor dem Runterfallen war. So ein Millimeter. So, aber ich will die Krogjagd jetzt wirklich so schnell es geht abschließen. Das heißt, wir werden nicht irgendwo stehen bleiben. Uns noch die Sachen anschauen und das Ganze. Wir rushen jetzt durch. Weil so viel Zeit bleibt uns halt auch schon wieder nicht. Beziehungsweise wir haben alle Zeit der Welt. Ich meine bezüglich anderer Projekte. So, geh an und bomb das bitte weg. Danke. Schnell weg, schnell weg. Okay. LOL! Der hat tatsächlich noch das eine Teil dort erwischt. Wo zur Hölle ist der Majoi? In der Richtung also. Ich schwöre euch, das wird wieder so ein asoziales Stück Scheiße sein. Was? Seit wann können Klammerechsen, also Maxi-Echsen klettern? Das ist so asozial. Dieser Majoi ist so ekelhaft. Solche Majois gehören in die Hölle. Uns fehlen aber nur noch 20. 20 Leute. Und nach dem Gerudo-Gebiet haben wir 800 Crocs, da bin ich mir ganz sicher. Wenn nicht sogar mehr. Dann sind es nur noch 200 Crocs. Und das decken die Gerudo-Hochebene und Ding gemeinsam, Nekluda. Höchstwahrscheinlich noch dieser eine Croc, den wir verpasst haben irgendwo. Oder bei dem ich zu dumm war, den irgendwie zu markieren. Schloss müssen wir ja auch noch dazu zählen. Die Crocs beim Schloss haben wir ja noch nicht gemacht. Ja, dann machen wir es so. Wir sind schon 8 Minuten drin und sind richtig produktiv. Wo gibt's noch einen? Da. Mit System machen wir das. Und kochen müssen wir auch. Amiibos einscannen ebenfalls, weil ich habe nicht mehr genug Spurtlotus. Du gibst Spurtlotus, du gibst Spurtlotus. Und... gibt Zelda Spurtlotus? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme sie aber mal mit. So. Natürlich bekommen wir kein Spurtlotus. Ritterschwert war am Anfang cool, brauche ich jetzt nicht mehr. Du gibst Spurtlotus. Perfekt. Bei der Twilight Princess Link Amiibo war ich mir eigentlich ganz sicher, dass die ein Spurtlotus mindestens droppen muss. Und Zelda kann keine speziellen Gewandteile droppen. Das weiß ich. Ist aber echt belastend, wenn dir so ein einziger Spurtlotus fehlt. Da, Farodra Hornsplitter. Warum wusste ich so irgendwie, dass der umfallen wird?
und kochen. Perfekt. Jetzt haben wir uns noch um den Sportboost gekümmert. Und jetzt können wir wirklich, so schnell es geht, alle Crocs abklappern. Soweit ich weiß, haben wir in der Wüste, also haben wir in Gerudo, keinen einzigen Croc übersehen. Schrein meine ich. Croc ja, aber Schrein nicht. Oh mein Gott, gleich wird's wieder heiß. Ich kann sonst in der Überbrückungsphase kurz das hier anziehen. Weil ich glaube, wir sind noch nicht. Oder? War schon dort hinter diesem einen fetten Green-Teil, was runtergefallen ist. War dann auch schon extremst heiß. Wisst ihr, was witzig ist? Ich glaube, Gerudo war dieses Gebiet, was wir gerade noch so nicht mit dem Lösungsbuch lösen konnten. Oder? Boah, ich kann mich jetzt echt nicht... Ich kann mich nur so schwer daran noch erinnern. Ich glaube, Gerudo war echt noch dieses Gebiet, was wir eben nicht in die Dings reingekriegt haben. Weil das war unser zweites Storygebiet. Ja, und nachdem bin ich instant das Master-Schwert holen gegangen. Und die Krogwälder waren dann das allererste Gebiet, glaube ich, was wir mit dem Lösungsbuch lösen konnten. Abschließen konnten eigentlich. Jo, der Krog ist hier unten. Wie willst du das hier eigentlich auch sehen? Ist sicherlich nicht so schwer, wie ich gerade tue. Trotzdem. Das schaffst du doch nicht. So. Und wir können uns den Sportboost, den wir gerade gekocht haben, direkt reinpfeffern. Da hoch müssen wir. Kein Problem. Mit dem Kletterset geht's. Das Kletterset ist in meinen Augen auch einer der besten Sets. Und es wird heiß. Ich wollte eigentlich nur die Hellbarte. Ja, okay, schon gut, das wird heiß. Dann ändere ich kurz das Set. So. Auch noch da hoch. Es fühlt sich irgendwie so gut an, so nahe den 100% zu sein. Ich kann es nur oft genug wiederholen. Einen anderen Schild könnten wir jetzt aber mal wieder auch ausrüsten. Chimärenschild haben wir so selten getragen. Den Gleiter könnten wir aber wieder mal wechseln. Irgendwann. Okay, der Krog ist erst dort unten. Und Absprung. Okay, ich denke mal, ich weiß, wo der ist. Hier oben. Perfekt. Boah, es geht so schnell. Es gibt aber eine Quest, die uns aber aufhalten wird. Also keine Crocs. Keine Sorge. Eine Quest. Dort weiß ich schon im Voraus und dort brauchen wir auch das ganze Jäger-Set. Was wir zum Glück haben. Denn nicht nur im Kalzer Tal wird es Jägers geben. Und vor allem im Kalzer Tal wird es auch noch eine Quest geben, eine ziemlich coole. Nein, es gibt noch in Bezug auf die Frösche. Auf den einen Frosch dort, den wir mal gefunden haben. Ich glaube, hinter dem Naburu-Wasserfall oder wie auch immer der hieß. Dort gab's ja diesen Frosch. Der hat mit den Nigas zu tun. Hätte man eigentlich auch gut drauf kommen können. Okay, da. Also, zumindest wenn ihr mich fragt. So, haben wir noch einen? Jo, dort oben.
Das machen wir zu Fuß, oder? Ne, das können wir von dort machen. Dann kann ich auch mal direkt sehen, wie viele Crocs wir eigentlich schon insgesamt haben. 700. 800, ganz genau! Bro, wir haben 800 Crocs. Sü, das sind in Gerudo wahrscheinlich noch, ich denke mal so 30 oder 40. Boah, das geht so schnell, das geht so geil. Das fühlt sich so richtig gut an. Ich denke mal, der Part wird auch nicht so lang. Noch vielleicht 5, 6 Minuten oder so. Weil ich habe halt echt keine Zeit mehr. So. Ah, ich freue mich schon, wenn ich mein Schnittprogramm habe. Endlich. Das wird so geil. Es ist ein Reisekrok, perfekt. Haben wir den nicht sogar gesehen und einfach ignoriert? Weil das habe ich mir mal so vorgenommen, wenn ich Reisekrok sehe, einfach ignorieren. Wird schon niemand merken. Und zu langsam. Das war so brutal. Machen wir jetzt mit Flugzeug? Ja, wir machen es mit Flugzeug. Okay, perfekt. Und ja. Dreimal durch die Ratten, wie reingekommen ist. Nicht wundern. Ich muss in 2 Minuten essen gehen. Der Part wird aber safe noch länger. Dafür sorge ich. So, was fehlt? Irgendetwas fehlt. Na, okay, doch nicht. Es ist so belastend, wenn du 0 Sonanium hast. Ich glaube, das war auch nicht meine Glanzidee, in der Rakete einfach zu fusen. Ja, weil wir haben jetzt krasse Probleme beim Starten. Perfekt. Och, Link. Nicht den Krok. Du sollst steuern. Ja, perfekt. Das war auch so cool damals, als wir die Steuerungseinheit gekriegt haben. Ja, wenn man so mal an die schönen Momente zurückdenkt. Alles halt so das erste Mal. Steuerungseinheit das erste Mal. Auch mit dem Gleiter fliegen so richtig das erste Mal. Das waren die schönsten Momente, finde ich. Also zumindest einer der schönsten Momente. So, du kannst weg. Und das machen wir noch. Dann klatschen wir jetzt safe noch die Höhle rein. Das schaffen wir. Boah, wir sind so produktiv. Ich kann es gerade immer noch nicht glauben, wir machen das so schnell. Und vor allem in der Gerudo-Wüste haben wir, glaube ich, von allen Regionen am meisten Höhlen übersehen. Was ist? Hilfe, hier sind Echsenmonster! Udo. Die sind schnell weg. Die sind ganz schnell weg. Ich brauche irgendetwas, was einen krassen Eiseffekt hat. Ja, die Drachenteile möchte ich jetzt ungern verschwenden. Drachenstein. Oder ein Gliokorn. So, die sind tot. Flynn doch. Hier lebt tatsächlich noch einer. So, das war's jetzt.
Komm mal, Joi. Du gehörst mir. Und wer bist du? Du bist ganz schön stark. Also tja, es mag zwar nicht danach aussehen, aber ich bin ein Leibwächter. Ich bin mit Freunden gereist, doch dann habe ich sie verloren. Oh, das ist die Quest. Er erzählt das niemanden, ja? Ja. Okay, dich haben wir schon. Ja, den Typen habe ich... Habe ich den allen ernstes mit dem Blatt markiert? Huch. Da drüben ist aber instant die nächste Höhle. Die machen wir noch schnell. Und dann muss ich auch beenden. Tut mir leid. So. Sag jetzt nicht, dass schon wieder so einer. Südhöhle am Naboruberg. Okay, der Mayui ist dort oben. Boah, das ist auch so eine richtig asoziale Stelle. Dachte ich's mir. Hab dich. So. Tja. Das war's dann wohl. War jetzt schon ein ziemlich kurzer Part. Wir haben aber das sehr gut ausgeglichen, schätze ich mal. Indem wir sehr, sehr viel abgeklappert haben und vor allem sehr, sehr viel geschafft haben. Ich sehe gerade hier noch den einen Brunnen. Und dann springen wir kurz noch rein. Und dann heißt es tschüss. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.